Es gibt in Farmville keine bekannte Obergrenze dafür, wie viel Benzin man in den Tank füllen kann. Ich habe mehr als 13.000 Tankfüllungen in meinem Hauptaccount und mehr als 6.000 hier im Moment. Somit geht eine Menge rein, bevor man nichts mehr dazu tun kann. Wie viele Felder man damit bearbeiten kann, wird angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über den Balken fährt. Units sind bei Benzin die einzelnen Einheiten, von denen je eine verbraucht wird, wenn man ein Feld mit dem Fahrzeug bearbeitet. Der Mähdrescher, der gleichzeitig beim Ernten auch pflügt und neu anpflanzt, verbraucht pro Ackerfeld 3 Einheiten, ist somit also auch nicht sparsamer als andere Fahrzeuge, verbraucht aber auch nicht mehr als sie. Insofern verwende ich ihn recht häufig. Benzin regeneriert sich mit der Zeit von selbst, wobei ich keinen Unterschied zwischen halben und vollen Tankständen beobachten konnte. Die Menge wird abhängig davon, wie viele Felder man hat, mehr. Man kann jedoch nur eine Tankfüllung, 150 Einheiten, in 24 Stunden regenerieren. Allerdings reicht die hinzukommende Menge bei weitem nicht aus, um alle Felder täglich neu zu bepflanzen, schon gar nicht mehrfach. Hier werde ich jetzt aber die Möglichkeiten aufzählen, wie man so viel Benzin wie möglich umsonst bekommt. Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass Geheimniseier manchmal Benzin enthalten. Eine Fünftel Tankfüllung in weißen, eine ganze in braunen, 10 Tankfüllungen in schwarzen und 20 Tankfüllungen in goldenen, kornischen, schottisch-grauen, Rhode Island-roten, regenbogenfarbenen und geringelten und englischen Eiern. Man kann die Geheimniseier bei den Neuigkeiten einsammeln. Oder selbst bei den Nachbarn finden, wenn man ihre Hühner füttert. Da man dadurch auch 10 EP und 100 Münzen bekommt, empfehle ich, das soweit möglich jeden Tag zu machen. Es gibt auch kostenloses Benzin bei den Neuigkeiten, das man aufsammeln kann. Jedes Mal, wenn man neu anpflanzt, findet man Benzin zum Teilen. Wenn Ihre Nachbarn das veröffentlichen, dann können Sie davon einen großen oder kleinen Benzinkanister erhalten, die direkt in Ihren Tank gefüllt werden. Diese aufzusammeln ist sinnvoll, wenn das Benzin gerade knapp ist, aber wenn die tägliche Höchstmenge von 5 erreicht ist, erhält man nur noch ersatzweise 100 Münzen. Man kann auch kostenlose Produktproben von den Gewerbegebäuden einsammeln. Das geht, wenn Gewerbegebäude vergrößert wurden, wenn eine neue Ladung produziert wurde und die können sich richtig lohnen, wenn Freunde eine neue Stufe bei ihrem Produkt erreicht haben und es veröffentlichen. Diese Güter befinden sich im Marktstand oder im Gewerbegebäude. Man kann sie eintauschen, indem man den Marktstand oder das Gewerbegebäude öffnet und Use Goods Waren verwenden auswählt. Je besser die Waren sind, desto mehr Benzin erhält man auch dafür. Auch die neue Werkstatt, Craft Shop, lässt einen Benzin herstellen.
Wenn Sie in Level 25 ein Gewerbe beginnen können, stellen Sie darin Ihre eigenen Güter her und können diese ebenfalls gegen Benzin eintauschen. Da ich über die Gewerbe noch in einem eigenen Abschnitt dieser Anleitung sprechen werde, möchte ich hier nur sagen, dass ich denke, dass sie die Zeit und den Aufwand wert sind, also kann ich Ihnen nur empfehlen, sie zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit, um kostenloses Benzin zu erhalten, ist, wenn man bei Nachbarn düngt. Während man die Felder anklickt, findet man bei manchen Bauernhöfen, die man besucht, Benzin, das man auch für die Nachbarn veröffentlichen kann und sollte. Dann können die es ebenfalls einsammeln. Wenn man Benzin von Nachbarn an seiner Pinnwand vorfinden möchte, muss man ihnen erlauben, an die Pinnwand zu posten. Falls sie das aus Versehen abgestellt haben, gehen sie einfach zu ihrem Konto und nehmen sie die Privatsphäre-Einstellungen, wo sie benutzerdefinierte Einstellungen auswählen und bei Dinge, die andere Personen teilen, Freunde können an meine Pinnwand posten, sollten sie einen Haken neben Zulassen machen. Nachbarn können auch besondere Lieferungen, die ebenfalls Benzin enthalten können, an ihre Wand posten, wenn sie gerade keine Baumaterialien oder Bienen brauchen und Benzinknappheit haben. Sie können auch von Trüffeln, die Nachbarn an ihre Wand posten, Benzin bekommen. Wenn Sie einen Schweinestall haben, dann können Sie auch die Trüffel, die Ihre Schweine finden, an die Pinnwände Ihrer Nachbarn posten und die Nachbarn können Ihnen den Trüffel zurückschicken, indem Sie an Ihre Wand posten, dann können Sie ihn selbst auch eintauschen. Geheimnisgeschenke enthalten ebenfalls Benzin. Wenn Sie bereits wenig Benzin haben, können Sie ja mal ein paar herumschicken. Wenn Ihre Freunde Sie zurückschicken, finden Sie in einigen davon vermutlich Benzin. Wenn Sie gerade nichts bauen und keine Bienen brauchen, können auch besondere Lieferungen, Special Deliveries, Benzin enthalten. Nachbarn können Ihnen besondere Lieferungen als Geschenk schicken und Sie können besondere Lieferungen von Besuchern an Ihrer Pinnwand finden, wenn Sie ihnen erlauben, dahin zu posten und Sie gerade nichts bauen oder aufziehen. Vor der Änderung der Sammlungen gab es 5 Tankfüllungen für jede reguläre Sammlung. Inzwischen erhält man nur noch für die erste Stufe der Q-Sammlung Benzin. Wenn Sie den Farmville-Spielebalken Gamebar in Ihrem Browser installieren und aktivieren, können Sie auch jeden Tag eine Tankfüllung Benzin bekommen, wenn Sie auf Bonus klicken. Manchmal gibt es auch eine Benzinwoche, Free Fuel Week. Während dieser Woche kann man kleine Benzinkanister als Geschenk an Freunde versenden und pro Tag, den man sich hintereinander in seinem Account einloggt, eine Tankfüllung zusätzlich bekommen, was sich zu 28 Tankfüllungen aufaddiert, wenn man jeden Tag in der Woche spielt. Sie können auch Benzin als Belohnung auswählen, wenn Freunde bei ihrem Marktstand Büschel abgeholt haben. Da Sie stattdessen aber auch 10 EP statt 15 Benzineinheiten bekommen können, ist das eine Möglichkeit, Benzin zu sammeln, die ich nicht empfehle. Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten, an Benzin zu kommen, aber keine davon ist umsonst. Sie werden die erste eventuell in Erwägung ziehen, wenn Sie selbst ein Gewerbegebäude betreiben und Ihre eigenen Waren von dort auch an Ihre Freunde verkaufen möchten.
denn diese werden vermutlich erwarten, dass sie im Gegenzug auch bei ihnen einkaufen. Somit können sie Benzin bekommen, wenn sie die Waren ihrer Freunde kaufen, und genau wie eigene Waren oder kostenlose Werbeexemplare gegen Benzin eintauschen. Sie werden Münzen für die Waren ausgeben, aber wenn ihre Freunde im Gegenzug bei ihnen einkaufen, werden sie auch wieder etwas verdienen, sodass das Benzin, das sie auf diese Weise erhalten, ihnen keine zusätzlichen Kosten verursachen muss. Wenn sie sicher gehen möchten, dass sie nicht mehr Münzen für Waren ausgeben, als sie damit einnehmen, kaufen sie günstige Waren von ihren Nachbarn, nicht einfach nur die ersten, die sie sehen, wenn sie die Anzeige öffnen. Waren in niedrigen Stufen geben zwar weniger Benzin als die in hohen, aber die besten Stufen, um gekaufte Waren gegen Benzin einzutauschen, sind 20 bis 22. Davor und danach zahlen sie pro Benzineinheit mehr Münzen. Innerhalb dieses Bereichs kostet eine Benzineinheit etwa 25 Münzen. Sie können auch versuchen, nach Schnäppchen zu suchen, wenn Sie die Waren Ihrer Nachbarn einmal genauer betrachten. Eine Ware einer höheren Stufe ist nämlich nur dann teurer, wenn die Nachbarn tatsächlich Waren dieser höheren Stufe produziert haben. Sonst bleibt der Preis der höherstufigen Produkte gleich. Das können Sie ausnutzen, indem Sie gezielt nach höherstufigen, zeitlich begrenzten Waren suchen, wie beispielsweise die Erntekerzen, Harvest Candles, Ernteauflauf, Harvest Casserole oder Kürbiswein, Pumpkin Cider. Manche Nachbarn von mir und ich bieten da immer noch Waren mit Stufe 28 oder gar 43 zum Preis von Waren der Stufe 20 oder 31 an, weil wir davon letztes Jahr zu viel hergestellt haben. Die letzte Möglichkeit, Benzin zu bekommen, die ich Ihnen nicht empfehle, weil es weder umsonst ist noch sich lohnt, ist dafür Scheine am Markt auszugeben. Wenn Sie alle anderen Möglichkeiten, an Benzin zu kommen, verwenden, dann werden Sie darauf nie zurückgreifen müssen.